we make. Electricity. We create. Leute, ich hab's euch schon mal erzählt, einfach hier in so eine Ikea-Tasche, so einen ganzen Suit. Ich komm nicht klar. So, wir sind jetzt im AD-Hotel angekommen oder Adai, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Leutis, wir sind da! Oh mein Gott, wie voll es ist! Ansteckon! Okay, dann reihen wir uns mal ein, ne? Oh, ja, wir können ja jetzt Pause machen für 8 Stunden. Kurzes Vlog-Update für euch Leute. Wir haben jetzt mittlerweile 18.19 Uhr und wir sind immer noch nicht drin. Da hinten ist immer noch Schlange, die sieht man jetzt wahrscheinlich gerade nicht. Und es ist unnormal voll. Letztes Jahr war hier einfach gar keine Schlange. Es ist so krass voll. Hallo. Was soll ich geben, Perso? Genau, einfach mal das hier. Moment, genau, halt einfach mal so fest. Sehr gut. Das? Ja. Nächste bitte! Vielen Dank! Tschüss! Bird! Gravity! Ah! Yeah! Bird! Wir warten hier gerade noch. Ups! Schnabel, Schnabel, Schnabel. Wie lange bist du schon hier? Tatsächlich seit 10 vor 5. Wir waren relativ früh hier. Ich wollte gerade sagen, ihr wart die Ersten, ne? Die so mit rein konnten. Aber trotzdem haben wir fast eine Stunde gewartet. Aber ihr habt auch so lange gewartet. Jetzt ist man endlich drin und jetzt ist es. Es ist ein geiles Gefühl. Wart ihr schon beim Dancefloor? Ja, wir haben beide ausprobiert. Ist noch nicht so ganz mein Vibe, aber das kommt bestimmt noch. Ich hoffe es auch. Die Musik heute, schwierig. Sehr viel Ähnliches, aber jetzt 90s, 20s, da will ich auf jeden Fall auf dem Dancefloor. Ja. Das wird sehr, sehr nice. Hey, ho, ich bin ein Kurogo und willkommen zum First Strike 2022. Wir begeben uns jetzt auf den Dancefloor, denn es ist 20 Uhr und wir... Es ist 90s und 20s. Sehr, sehr nice. Ich bin wahnsinnig gespannt. Gucken wir mal. Let's go. Es gibt nicht nur einen, es gibt einfach
zwei Räume. Das ist richtig nice. Das heißt, wenn dir deine Tür nicht gefällt, gehst du einfach von dem Raum rüber in den Raum. Da drin ist einfach mein Song gelaufen, mein Suit gelaufen, richtig im Zeug gelegt, 2 Minuten durchgetanzt. Ich kann nicht mehr, mir ist so heiß. Die anderen sind noch drin und gehen auch ab. Genauso wie dieses cute Bunny hier. Aber in die Suiter Lounge, Leute. Erstmal was trinken. Erstmal Pause. Die haben alle keine Energie mehr. Ich gehe einfach mal mit. Ich möchte auch mal das Ziehen und meine Hände sind nass. Okay, zweite Pause für die Gruppe. Die erste Pause. Seine Badge sehen. Ah, warte. Ja. Kann man sehen? Warte. Akira Kato. Genau. Sehr, sehr nice. Oh, sorry. Sorry. Ah, ich sehe so wenig. Ah, ich glaube, wir müssen weitergehen. Meine Ohren sind zu chaotisch. Ah. Auf der Suche nach einem Sitzplatz. Es ist schwierig. Hier ist nichts frei. Weiß nicht, darf man sich hier draufsetzen? Vielleicht. Miaulu. Mialu. Mialu. Sehr, sehr cute. Jesse versucht auch gerade zu vloggen. Auch mit dem ähnlichen Setup. Ich glaube, er hat die Hero 9, ich habe die Hero 8, er hat das Road 2, ich auch. Er hat ein Licht. Ich habe es weggelassen, weil ich die Leute nicht so blenden will. Hä? 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 Erstmal wieder 5 Minuten in der Lehrerkamera geredet. Nice, nice, nice. Guckt euch mal Juri an. Da oben. Wir machen jetzt Gruppenbild. Ich folge hier einfach nur und bin gespannt. Auf. Auf, rauf. Guck mal. Jörg und Dudelnudel. Party. Ja, wir wollen gerade ein Gruppenbild machen, deswegen sind wir alle hier. Ein finales, letztes Mal auf den Dancefloor. Waren jetzt gerade noch ein bisschen tanzen, die Musik war mega nice. Keine Ahnung, jetzt legen die noch mal richtig auf zum Schluss. Oh, guck mal, wie cute. Sehr, sehr cute. Boop, boop, boop. Wir gehen jetzt noch mal raus zur Gruppe. Ein bisschen herausfinden, was Sache ist. Ob die Pizza da ist und wann wir fahren. Coptopsy ist wieder hier und sorgt für Recht und Ordnung. I just got
Kenners. Da wird jetzt gerade Pizza geliefert. Ich glaube, ihr habt nur anderthalb Stunden gewartet, ne? Ja, sehr, sehr lange. Sehr, sehr lange. Ich habe extrem viel Hunger. Du hast extrem viel Hunger? Hm. Dein Bauch verdaut sich selber. Dein Bauch verdaut sich selber, so schlimm ist es schon. Bisschen Pizza für die Leudis hier. Denn das werden sonst wilde Tiere. Aber war noch mal gut, mit Eule in den Suit zu schlüpfen. Das hat sich echt gelohnt, weil ich habe das Gefühl, das war jetzt unser letztes Mal Suiten für heute. Ciao, ciao. Jetzt gibt's erstmal Pizza, die wir uns schön erschnort haben von Asmo. Grüße gehen raus an das Sponsoring. Raus in die Kälte und in die roten und blauen Lichter. Bist du Türsteher? Oh, Kälte. Oh, guck mal, da werden sogar schon Bilder gemacht. Es ist nicht viel passiert. Wir haben teilweise ein bisschen getanzt. Es wurde auf Pizza gewartet. Ich habe ein bisschen gefilmt, ein bisschen fotografiert. Nähert sich der Abend auch schon langsam dem Ende. Wir werden gleich nochmal auf den Dancefloor gehen und dann essen wir noch ein bisschen Pizza mit den anderen. Weil ich glaube, wir haben jetzt 0.40 Uhr oder so. Keine Ahnung. Im Hotel werden wir sehr wahrscheinlich nicht mehr suiten. Im Hotel wird nur noch geduscht und gebrushed und dann war es das auch. Perfekt. So, meine lieben Freunde, mit Hilfe von Jesse. Jesse winkt doch auch mal ins Video, weil man hat sich gerade so schön die Lampen verschieben sehen. Ich verlinke ihn wahrscheinlich hier oben auch. Jesse hat heute auch wunderbar gevloggt mit seinem neuen Mikrofon und so. Ich bin sehr, sehr gespannt. Doch, natürlich ist das wunderbar. Du hast gevloggt, das ist einfach wunderbar. Deswegen vloggt mehr, Leute. Ja, wir sind jetzt hier am Ende angekommen vom First Strike. Es war Eules erster First Strike. Was würdest du sagen? Wie fandst du ihn so? Daumen hoch, Daumen runter? Ja, ich muss sagen, im Vergleich zum letzten Jahr fand ich ihn einen Ticken schlechter. Es war letztes Jahr einfach viel, viel leerer. Es war viel sortierter. Ich musste nicht wir mussten zwei Stunden warten, um hier reinzukommen, was einfach, ich weiß nicht, das ist ein Gamescom-Verhältnis. So lange wartet man bei der Gamescom und da sind... Wir hatten Probleme. Aber weiß ich nicht, trotzdem zwei Stunden draußen warten, das hat extrem viel Energie gezogen. Das hat man auch am ganzen Abend gespürt. Man hatte nicht mehr so viel Energie zum Tanzen, nicht mehr so viel Energie für Interaktionen und so. Es war zwar sehr, sehr schön, viele von euch zu treffen, die auch Hi gesagt haben, aber es sind so schrecklich viele Leute. Und manche stellen sich auch so schlecht vor, sag nicht einfach nur Hi, sondern beschreib, woher man sich kennt. Das ist einfach nicer. Vor allen Dingen die 90s und 20s Songs, die haben uns am Anfang richtig, richtig gut gefallen. Danach war es eigentlich immer nur das Gleiche. Immer irgendein Hardstyle-Bass, der die ganze Zeit bam, 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 bam. Und das eigentlich, ich war ein bisschen am Filmen. Jeder konnte so sein Ding machen. Aber das ist auch das Nice bei First Strike. Man findet sich immer wieder. Man findet immer irgendwie, mit dem man was machen kann. Deswegen komm auf jeden Fall mal her. Es ist ein sehr, sehr cooles Event. Einige sind auch schon so um 23 Uhr gegangen. Wir sind scheinbar jetzt bald bis zum Ende da. Und ja, es wird gerade noch auf Pizza gewartet.
Aber der Großteil von uns ist richtig, richtig müde. Nächstes Jahr gehen wir wieder auf den First Strike. Ja, nein, ja. Auf jeden Fall. Aber es war trotzdem wieder ein tolles Event. Und deswegen, vielleicht sieht man sich ja wieder bald im Wald. Ciao.